Fotografieren mit dem Smartphone. Heute gibt es mal 5 Tipps für bessere Unterwasserbilder. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video bei mir auf dem Kanal. Bei mir findet ihr Fotografie, Tipps und Tricks, aber Informationen zur Kameratechnik und die Geschichte hinter den Bildern. Wie eigentlich schon gesagt, geht es mir heute mal um die Fotografie mit dem Smartphone, konkreter die Fotografie unter Wasser. Und dabei ist es egal, ob ihr schwimmt, schnorchelt oder taucht, grundsätzlich gilt immer das Gleiche. Hier und da gibt es kleine Nuancen, auf die werde ich mal eingehen, aber im Kern gibt es da 5 Sachen, die ich mal rausgepickt habe, die eigentlich bei allen Arten, die ihr mit dem Handy unter Wasser fotografieren könnt, eine Rolle spielen, worauf ihr einfach achten solltet. Und da würde ich sagen, reden wir gar nicht lange um den heißen Brei herum und fangen direkt an mit dem ersten Punkt. Und genau hier gibt es tatsächlich auch die größten Unterschiede, ob ihr schnorchelt oder taucht. Wenn ihr schnorchelt, dann kann so eine weiche Hülle ausreichend sein. Wenn ihr taucht, würde ich aber zu einem richtigen Gehäuse greifen. Ein bisschen mehr, ein bisschen ausführlicher zu dem Unterschied, den es zwischen den beiden Arten gibt, habe ich bereits mal in einem Video erklärt, würde ich hier oben in der Infokarte auch entsprechend verlinken. Aber wie gesagt, im Kern beim Schnorcheln ist so eine Hülle in Ordnung. Sobald ihr tauchen möchtet, auch wenn ihr beim Schnorcheln mal runtergehen möchtet so ein bisschen, dann solltet ihr doch lieber ein richtiges Gehäuse euch holen, weil ihr da ganz einfach bessere Bedienung habt und sowas. Meistens werden die Bilder ein bisschen besser. Ihr versteht das Ganze besser, wenn ihr euch, wie gesagt, das andere Video anguckt. Deswegen möchte ich da jetzt hier gar nicht so dolle drauf eingehen. Der nächste Punkt, der ist tatsächlich ein sehr, sehr großer Grundsatz in der Unterwasserfotografie. Und nicht nur beim Handy, sondern grundsätzlich. Wenn ihr denkt, ihr seid nah dran, geht noch ein Stückchen näher ran. So nah ran wie möglich, natürlich ohne irgendwas kaputt zu machen, ohne irgendwo dagegen zu stoßen, ohne euch dann von irgendwas abzustoßen oder sowas oder die Tiere zu verschrecken. Entsprechend halt einen sinnvollen Abstand wahren, aber je näher ihr dran seid, desto weniger Wasser habt ihr zwischen euch und dem Motiv, was ihr fotografieren möchtet, und das macht es euch natürlich einfacher. Das macht es einfacher, wenn ihr ein externes Licht dabei habt, das macht es einfacher mit den Farben und allem, und ihr habt halt auch einfach ein besseres Bild mit weniger Schwebeteilchen, weil weniger störende Einflüsse dazwischen sind. Deswegen immer näher rangehen. Und wie gesagt, darauf achten, dass ihr nichts kaputt macht. Auch gibt es ja mittlerweile Handys mit mehreren Objektiven, da vielleicht nicht zu faul werden und nicht sagen, naja, ich nehme anstatt des Weitwinkel hier das Tele, dann bin ich auch näher dran. Das ändert zwar die Brennweite, aber es ändert ja die Wassersäule nicht, die dazwischen ist. Deswegen lieber physisch näher rangehen, als hier einfach nur bei den Objektiven ein bisschen hin und her switchen. Wenn euch grundsätzlich mehr zur Unterwasserfotografie mit dem Smartphone interessiert, dann könnt ihr gerne mal beim Bildner Verlag vorbeischauen. Da wird es eine PDF geben, wo ich mal alles Mögliche zur Handyfotografie unter Wasser aufgeführt habe. Ist im Zusammenhang mit dem Buch, was ich zur Unterwasserfotografie geschrieben habe, entstanden und wird dort sozusagen kostenlos oder ist geplant, dass das Ganze kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Wenn der Link dann hier bereits existiert, wird er schon unter dem Video sein. Wenn es noch nicht existiert, werde ich es dann entsprechend nachreichen, sobald es da ist. Der nächste Punkt ist gerade für die Schnorchler ein bisschen schwierig, wenn möglich nicht von oben fotografieren. Ja, gerade beim Schnorcheln ist es nicht anders möglich, da muss man von oben fotografieren. Es ist aber trotzdem zu empfehlen, wenn möglich auf Augenhöhe oder darunter zu kommen. Das heißt, Luft anhalten, mal kurz ein Stückchen runtergehen, dann werden die Bilder in aller Regel besser. Beispielsweise jetzt, wenn ihr einen Riff habt, Boden unter euch ist 5 Meter weit weg, ihr fotografiert einfach nur von oben nach unten, dann habt ihr selbst mit dem Teleobjektiv relativ viel drauf. Dazu viel Wasser dazwischen, gerade schon gesagt, viele Schwebeteilchen, sieht einfach unschön aus, man weiß nicht genau, was wollen sie denn fotografieren. Deswegen ist hier zu empfehlen, runtergehen, dass ihr auf Augenhöhe seid oder ein Stückchen darunter mit eurem Motiv. Muss nicht unbedingt ein Fisch sein, auch eine Koralle könnt ihr ja trotzdem auf die Höhe der Koralle gehen oder darunter. Dann sieht es in aller Regel besser aus, als wenn ihr einfach nur von oben drauf haltet. Das sieht meistens aus wie einfach nur ein Snapshot. Nächster Punkt ist nicht bei jedem tatsächlich sinnvoll praktikabel. Wenn ihr so eine Hülle habt, dann wird es schwierig, nämlich externes Licht. Hatte ich gerade schon mal angesprochen gehabt, ist tatsächlich in der Unterwasserfotografie sehr, sehr relevant in vielen Fällen, gerade mit dem Handy. Ihr habt einen kleinen Sensor, ihr könnt aus den Bildern in aller Regel weniger rausholen bei der Bearbeitung. Deswegen ist hier ein externes Licht wirklich Gold wert, wenn ihr damit einfach das Ausgangsmaterial der Bilder schon mal ein bisschen verbessern könnt. Weil je besser das Ausgangsmaterial ist, desto mehr könnt ihr in der Bearbeitung rausholen, desto besser werden die Bilder insgesamt.
Und dann hilft halt ein externes Licht wirklich extrem. Ist wie gesagt nicht mit jedem Gehäuse kompatibel. Müsstet ihr dann schauen, dass ihr euch entsprechend ein Gehäuse zulegt, wo ihr sowas anbringen könntet. Jetzt nicht anfangen mit irgendwelchen günstigen Tauchlampen oder sowas. Die sind in aller Regel nicht für die Unterwasserfotografie oder Videografie geeignet. Die haben meistens einen Hotspot in der Mitte und ja, keine akkurate Farbwiedergabe. Macht in aller Regel kein schönes Bild, würde ich euch nicht empfehlen. Aber grundsätzlich externes Licht wäre sinnvoll, muss natürlich auch nicht sofort sein. Ihr könnt euch ja nach und nach was aufbauen. Wenn ihr merkt, okay, ich fange erstmal hier mit so einer Hülle an und merke, okay, das macht mir Spaß, holt euch vielleicht eine richtige Hülle und irgendwann vielleicht mal ein Licht dazu. Muss ja, wie gesagt, nicht alles auf einmal sein. Ja, und dann der nächste Punkt, hatte ich auch gerade schon mal angesprochen, Bilder bearbeiten. Natürlich, Handyfotos einfach rein und fertig ist super, aber ist halt von den Farben her und sowas ein bisschen schwierig. Sieht meistens sehr grün oder blaustichig aus, je nachdem, in was für einem Wasser ihr unterwegs gewesen seid. Ist also nicht optimal. Besser ist es, wenn ihr euch dann die Bilder nehmt und nochmal ein bisschen bearbeitet. Auch nicht mit den Standardfiltern, weil die werden im Normalfall bei Unterwasserbildern nicht so gut funktionieren, sondern halt wirklich manuell. Und dann gibt es da noch einen kleinen Trick, wenn ihr merkt, okay, die Farben kriege ich absolut nicht hin, ich kriege diesen Grünstich nicht weg oder es sieht einfach komisch aus von den Farben her, wechselt zu Schwarz-Weiß. Wenn ihr die Farben rausnehmt in dem Sinne und euch auf ein schönes Schwarz-Weiß-Bild konzentriert, dann können die Bilder richtig, richtig gut aussehen. Natürlich ohne Farben, aber auch so ein schönes Schwarz-Weiß-Bild kann ja was haben und damit kann man ein Handybild nochmal deutlich, deutlich aufwerten im Vergleich zu dem, was es eigentlich mal war. Ja, habt ihr denn noch andere Tipps für die Smartphone-Fotografie unter Wasser? Schreibt das gerne mal unten in die Kommentare, können wir uns gerne mal drüber austauschen. Ich wäre mit dem Video dann erstmal am Ende. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Über ein Abo würde ich mich auch riesig freuen. Wir sehen uns dann spätestens am Freitag wieder mit dem nächsten Video. Bis dahin, ciao.